Auch ganz besonders wichtig in der östlichen Handzeit sind die Ziegel oder die Steine, mit denen das Grabinnere dekoriert wurde. Aus der Handzeit sind halt meistens solche Steinschnitzereien oder bedruckten Ziegel erhalten. Es gab auch Wandmalereien, die sind aber meistens nicht erhalten und geblieben. Da hat man nur sehr, sehr wenige Gräber gefunden, in denen noch Wandmalereien erhalten waren. Also die wichtigste Bildquelle sind in der Tat bedruckte Ziegel oder Steine, in die halt Motive eingeritzt sind, eingeschnitzt. Und hier sehen wir auch ganz passend zu dem Hund eben eine Jagdszene. Ein Mann zu Fuß, ein Mann zu Pferd, der offensichtlich in der nach vorn gestreckten Hand einen Bogen hält. Und ich würde die unteren drei Tiere als Jagdhunde interpretieren. Und das obere Tier scheint mir Hörnchen zu haben. Das ist vielleicht eine Wildziege oder ähnliches, die gerade gejagt wird. Ist halt super interessant, diese Steine oder Ziegel als Bildquelle, weil sie halt wirklich alle möglichen Szenen und Situationen des täglichen Lebens widerspiegeln. Ich zoome mal kurz raus und gehe mal kurz nach unten. Hier zum Beispiel sehen wir Arbeiten in der Küche. Da ist links ist offensichtlich Fleisch aufgehangen an einem Gestell und es sind zwei Personen hinter einem Tisch, die scheinen dahinter zu knien und scheinen zu arbeiten. Die haben, halten irgendwas in den Händen, womit sie agieren. Und relativ in der Mitte sieht man einen Menschen in einem Topf, ist ja auch sehr eindeutig, dass hier eine Kochszene dargestellt wird. Hier sehen wir eine Szene auf einem Markt oder an einem Laden, vor einem Laden. Wir sehen im linken Bereich ein Gebäude oder einen Verkaufsstand mit verschiedenen Gefäßen. Ich gehe mal kurz mit dem Finger wieder davor. Ups. Hier sind verschiedene Gefäße und die Gefäße, die so rund und bauchig sind und oben halt schon eine etwas größere Öffnung haben, die kennen wir ja als Weingefäße. Es scheint also ein, was heißt Wein, also ein Alkoholgefäß zu sein. Es ist also ein Alkoholhändler. Mit dem Wein ist es in China ein bisschen schwierig. Es wird gerne Jiu mit Wein übersetzt. Aber in der Regel gab es natürlich keinen Wein in dem Sinne, dass es sich um Traubenwein handelte, sondern es war eher so eine Art Schnaps oder Bier, das aus Getreide vergoren wurde. Weintrauben, die frühesten Weintrauben in China, ich glaube, es war 2. Jahrhundert vor Christus. Man hat welche ausgegraben, also einen Weinstock ausgegraben aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, wenn ich mich richtig entsinne. Allerdings war das auch in einem sehr entlegenen Randgebiet im Westen Chinas. Und Wein an sich begann man auch erst in der Tangzeit zu trinken, obwohl der natürlich nie die Rolle einnahm wie in der westlichen Kultur. Es gab ihn zwar als Importprodukt, aber er spielte keine besonders große Rolle. Ansonsten sieht man hier natürlich verschiedene Figuren. Wir sehen jemanden, der vor dem Stand steht und sich gerade etwas überreichen lässt, wahrscheinlich ein Kunde. Dahinter noch eine weitere Person und ganz vorne rechts im Vordergrund ist eine Person, die eine Schubkarre schiebt scheinbar mit offensichtlich einer Ziege darauf. Die Schubkarre ist übrigens auch meines Wissens eine chinesische Erfindung. Und dahinter, etwas beschädigt, hier wieder mit dem Finger davor, hier sehen wir noch eine Figur, hier der Kopf, hier der Rücken und da der Unterkörper, die scheinbar so eine Stange
über die Schultern trägt, über den Hals, auch mit zwei Gefäßen dran. Und im oberen Bereich nochmal, hoppla, hier zwei Schafe und eine Kiste. Also wie gesagt, eindeutig eine Markt- oder Ladenszene. So, zum Abschluss hier noch eine kleine Zusammenkunft. Wir sehen hier wieder ein Gebäude, in dem sich drei Personen befinden. Eine Person hält ein Schälchen in der Hand, wo zwei Stäbe rausgucken. Das ist wahrscheinlich ein Essschälchen. Zwischen den Figuren steht auch ein niedriges Tischchen, auch mit verschiedenen kleinen Objekten. Das sind wahrscheinlich auch Schälchen mit Speisen. Und wahrscheinlich wurde ja einfach eine Essszene dargestellt. Auf dem Dach links und rechts sehen wir auch wieder Vögel. Vögel sind oder dienen oft in irgendeiner Form als Glücksbringer. Wir kennen ja schon den roten Feuervogel, der dem Süden zugeordnet ist. Ist übrigens auch ein Sternzeichen, der rote Feuervogel. Und aber man kann nicht an jeder Stelle, wo man irgendwie einen Vogel sieht, sagen, dass es der rote Feuervogel ist. Manchmal sind es auch, gibt es halt sehr viele Vögel in der chinesischen Mythologie. Es kann auch einfach irgendeine andere Art von glückverheißendem Vogel sein. Ich habe mich anfangs immer so ein bisschen schwammig ausgedrückt und habe gesagt, so ja, Steine oder Ziegel. Stein und Ziegel sind natürlich nicht das Gleiche. Aber die Fundstücke, die ich euch hier zeige, stammen ja alle aus Sichuan. Und Sichuan ist ja sehr bergig und da gibt es auch sehr viele Steine. Und entsprechend sind das hier auch Steinschnitzereien. Anderswo in China, in der zentralen Tiefebene, gibt es nicht so viele Steine. Da wurden dann in der Tat Tonziegel hergestellt und gebrannt. Und in diese Tonziegel wurden vor dem Brand halt verschiedene Muster eingedrückt. Nicht einzeln von Hand, sondern mit Stempeln. Deswegen hat man teilweise auch in Anführungsstrichen Massenproduktionen von bestimmten Motiven. Man hat dann in einem Grab eine Reihe von Ziegeln nebeneinander, die immer wieder dasselbe Motiv zeigen, drei oder vier oder fünf Mal.